Hast du jemals über deine Gene nachgedacht und wie sie deine Gesundheit beeinflussen können? Hast du jemals gedacht, dass du aufgrund deiner Gene ein höheres Risiko für bestimmte Gesundheitsprobleme haben könntest? Es stellt sich heraus, dass viele Krankheiten mit unseren Genen verbunden sein können. Der DNA-Test für Actionable Diseases ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das denen, die herausfinden möchten, für welche Krankheiten sie am anfälligsten sind, helfen kann. Möchtest du es nicht auch lieber frühzeitig wissen? Aber wie funktioniert dieser DNA-Test? Das American College of Medical Genetics ist eine Organisation, die aus Gesundheitsfachleuten besteht, die sich auf das Verständnis von Genen und deren Einfluss auf die Gesundheit konzentrieren. Diese Organisation hat Richtlinien definiert, die genetische Varianten in 5 Kategorien einteilen: pathogen, wahrscheinlich pathogen, von unklarer Bedeutung, wahrscheinlich gutartig und gutartig. Eine als pathogen klassifizierte Variante wird als wahrscheinlich angesehen, eine spezifische genetische Störung zu verursachen oder dazu beizutragen. Eine als wahrscheinlich pathogen klassifizierte Variante ist eine bei der stark vermutet wird, aber nicht endgültig bestätigt ist, dass sie mit einer spezifischen genetischen Störung in Verbindung steht. Mit dem DNA-Test für handlungsrelevante Krankheiten wird bestimmt, ob in deiner DNA genetische Varianten vorhanden sind, die als pathogen oder wahrscheinlich pathogen klassifiziert sind. Aber welche Krankheiten sind gemeint? Der DNA-Test für handlungsrelevante Krankheiten ist in 3 Gruppen unterteilt: Krankheiten, die das Krebsrisiko erhöhen können, Krankheiten, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme erhöhen können und andere Arten von Krankheiten. Lassen wir uns die erste Gruppe genauer anschauen, die Krankheiten, die das Krebsrisiko erhöhen können. Unser Körper besteht aus Milliarden von Zellen, die sich vermehren können. Dieser Prozess der Zellteilung muss jedoch sorgfältig reguliert werden. Sonst können sich Zellen unkontrollierbar vermehren, was zu Problemen wie Tumoren oder Krebs führen kann. Unser Körper verfügt über Mechanismen, die sicherstellen, dass sich die Zelle nicht zu schnell teilt. Das Problem entsteht, wenn diese Mechanismen nicht funktionieren. In diesem DNA-Test analysieren wir das Vorhandensein von Varianten in Genen, die, wenn sie mutiert sind, diese Mechanismen, die die Zellteilung kontrollieren, stören. Und es besteht ein höheres Risiko, dass Zellen unkontrolliert zu wachsen beginnen und zur Bildung von Tumoren und bestimmten Krebsarten führen. Einige Beispiele sind: Retinoblastom, verursacht durch eine Mutation im RB1-Gen, von Hippel-Lindau-Syndrom, verursacht durch eine Mutation im VHL-Gen Juveniles Polyposis-Syndrom, das durch eine Mutation in den SMARD4 oder BMPR1A-Genen verursacht werden kann. Multiple Endokrine. Neoplasie-Syndrom Typ 1, verursacht durch eine Mutation im MAN1-Gen und vieles mehr. Was Erkrankungen betrifft, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme erhöhen können, analysieren wir das Vorhandensein von Varianten in Genen, die bekannt sind: die Entwicklung von arrhythmogener rechtsventrikulärer Kardiomyopathie, Brugada-Syndrom, Long-QT-Syndrom und Lois-Dietz-Syndrom zu beeinflussen. Dies sind verschiedene Arten von herzbezogenen Problemen. Die Folgen dieser Herz-Kreislauf-Erkrankungen können von unregelmäßigen Herzschlägen bis zu lebensbedrohlichen Ereignissen wie plötzlichem Herzstillstand reichen. Wenn du weißt, dass du aufgrund genetischer Faktoren ein erhöhtes Risiko hast, ermöglicht dies eine frühe Erkennung und proaktives Management. Dies kann regelmäßige Kontrollen, Überwachung auf Anzeichen von Komplikationen, Lebensstiländerungen und in einigen Fällen medizinische Eingriffe umfassen, um das Risiko schwerwiegender Ereignisse zu verringern. Neben Herz-Kreislauf- und krebsbezogenen Krankheiten kannst du in diesem DNA-Test auch herausfinden, ob du ein erhöhtes Risiko hast, andere Krankheiten wie maligne Hyperthermie, eine seltene, aber potenziell lebensbedrohliche Reaktion auf bestimmte Medikamente, die während der Anästhesie verwendet werden, zu entwickeln. Die Identifizierung eines erhöhten Risikos ist entscheidend, um diese Reaktion während Operationen zu verhindern. Das Marfan-Syndrom, eine genetische Erkrankung, die das Bindegewebe betrifft, vor allem im Herzen, den Augen und dem Skelettsystem. Eine frühe Erkennung ist entscheidend zur Verhinderung möglicher Herz-Kreislauf-Komplikationen. Ornithin-Transcarbamylase-Mangel, OTC-Mangel, eine seltene Stoffwechselstörung, die die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigt, Ammoniak zu verarbeiten. Eine frühzeitige Identifizierung ist wesentlich, um eine toxische Ammoniak-Anhäufung zu verhindern. Fabry-Krankheit, eine erbliche Erkrankung, die verschiedene Organe betrifft.
einschließlich der Nieren und des Herzens. Eine frühe Diagnose ist entscheidend, um Komplikationen zu verwalten und die Lebensqualität zu verbessern. Und mehr. Zusammenfassend bietet der DNA-Test für Actionable Diseases die Möglichkeit, im Voraus zu wissen, ob du ein erhöhtes Risiko für mehrere Krankheiten hast, sodass du proaktive Schritte zur Prävention und frühzeitigen Intervention unternehmen kannst.